So. Willkommen! Hier ist der Aufnehmer. Ja. Ich nehme es mit jedem auf. Hier bei dir. Hier nimmst du auf. Wie viel? Ich habe gehört, Kripper spielt irgendwie an ungefähr 8, 9 verschiedenen Locations ein Album ein. Ja, das ist zu fünft. Wir sitzen hier im Proberaum und erzählen jetzt ganz viele tolle Sachen zu unserem neuen Album. Hört man im Hintergrund die Coverband? Ich weiß es nicht. Der Antagonist als solcher ist ja eigentlich eher so der Gegenspieler. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, sondern das kann auch einfach so eine Art Test oder Hürde sein, die man irgendwie überschreiten muss. So. Und da haben wir gedacht, da wollen wir so ein bisschen eine Ambivalenz darstellen, dass man so ein bisschen, dass das Bild so ein bisschen in zwei Richtungen vielleicht interpretiert werden kann. Es ist sowieso die Frage, spricht man als Antagonist oder Antagonist? Vielleicht sollte man das mal klären oder offen lassen. Schwul oder unschwul? Artwork-Konzept. Also, das ist ja bei Kripper immer schwierig. Ich dachte, okay, was vereint denn diese Songs? Und wie kriegt man das denn vielleicht unter dem Begriff Antagonist? Also der Begriff stand da zum Glück schon. Kam man letzten Endes dann halt darauf, dass wir diese Figur erschaffen, diese Art siamesischer Zwilling, siamesischer Zwillingsbaum. diese beiden teilen sich halt quasi ein Herz und haben sich rausgerissen. Da kann man sich natürlich fragen, macht ja gar keinen Sinn, da sterben ja beide. Genau, und da kann man dann mal drüber nachdenken. Was gibt das für Vorteile, so einen Schrott zu hören? Man würde, wenn man eine verzerrte Spur sehen würde, würde man nur eine fette Wurst sehen. Und so hat man die Attacks und du cuttest die Attacks aus und schiebst drum rum. Mogel-Metal sozusagen. Sehr gut. Genau, das wird alles nochmal durch einen Amp durchgespeist per Reamp-Verfahren und dann auch ganz normal mit Box und über Mikros abgenommen. Mit Box? Dann klingt das ordentlich. Das ist jetzt nur zum Abhören hier. Wir sind auch alle sehr gespannt, was draus wird, weil überall wird mit anderen Programmen aufgenommen, mit anderen Klicks und mit ja, völlig verschiedene Menschen. Aber die Welt spricht doch eine Sprache und das ist die Musik. Muss das immer so brutal aussehen? Habe ich gesagt, ja, aber guck dir mal andere Cover an, ne, habe ich nicht gesagt, aber dann habe ich ihnen das Konzept erklärt und dann sagte mein Vater so, ja, glaubst du denn, die machen sich alle so viele Gedanken? Habe ich gesagt, nee, aber das Cover muss zum einen geil aussehen, dass es einfach nur geil aussieht und wenn man dann nochmal irgendwie vielleicht die CD so in der Hand hat und so auf dem Sofa sitzt und sich die Songs anhört oder im Auto oder was auch immer, dann hat man vielleicht noch so eine Idee, was da vielleicht noch hinterstecken könnte. Und das ist immer ganz schön und das versuchen wir möglichst immer auch unserem Anspruch dabei gerecht zu werden und das halt ein bisschen zu bedienen, dass man halt auf den ersten Blick ein cooles Cover sieht, was einfach geil aussieht, was ins Auge fällt und im zweiten Step aber dann noch eine Aussage hat. Gut, da kann man nichts hinzufügen. Und da stöpseln wir einfach die Klampfe ein und die geht direkt in die Soundkarte und von da ins Programm und der M-Sound kommt aus dem Programm. Ja, ist doch fett. Das ist ja schon, reicht ja schon. Also für mich drückt das schon ganz gut. Ja. Schiebt auch. Schön clean. Von unten rum. Wie viele Songs werden es denn überhaupt? Darf man schon verraten? 12. Oh. Mal wieder. Lass mich raten, einer hängt an dem anderen dran. Fotoshooting. Shooting. Ja. Also nicht hiermit, sondern gleich so mit echter Kamera und so. Anita und ich haben ein Storyboard gemacht. Willst du mal sehen? Ja. Also wir machen 3 Fotos. So, hier so? Genau. Das ist ein Foto am Ende. Also ist ja nur Storyboard. Der Zoom ist scheiße, deswegen muss ich so machen. Das ist der Handzoom. Ich kann auch wieder Endzoom. Pass auf, wollen wir mal schneller zoomen? Boah, geil, das ist 1, 2, 3. Das ist dieser Hitchcock-Effekt. Ja, genau. Ich bin die Vögel. Ich habe gehört, dass sie alle zweimal vorkommen. Ja, wir kommen alle zweimal vor, außer, also nicht alle. Also Basti kommt dreimal vor. Wir sind nämlich auf den Bildern und unsere Antagonisten auch. Verrückt. Das heißt, wir sind dann 10 Leute. Also wir wissen ja schon, dass Basti die Band verlässt. Er hat auch schon... Tschüss, Basti. Basti, wir müssen nochmal so ein Shooting von dir machen, wie du so ein Päckchen auf deinem Rücken hast, also im Stock und dann so in den Sonnenuntergang ja, gehst. Stimmt, ja. Ich will ein Pferd. Ich will ein Pferd im Korb holen. Look at my horse is amazing. Das ist dann hier Basti, wie er nämlich geht. Seinen Antagonisten lässt er nämlich in der Band zurück. Ja.
nicht so beim Shooting so. Let's go! Shooting! Wenn man fertig ist. Ach so, schade. Nee, dann muss man so. Woo! Juhu, das war so toll! Laserbär. Laserbär. Wow! Da könnten dann im Video so Effekte rein. Ja, unbedingt. So Mädels, Endspurt. Wir versuchen jetzt heute die letzten Leads einzuspielen. Leads? Ja, vom Bärtigen. Ja. Leads. Oh, voll der Effekt hier. Achso, das steht an. Wir brauchen noch Kleinigkeiten. Beim New Shadow gibt es am Anfang noch so einen Hochläufer, der muss noch gespielt werden. Den ersten Part des Solos hat Jonathan eingespielt. Das ist quasi Gary Holt, der dann übergeht an Lee Altus. Dann gibt es beim Animal of Prey, wenn wir den Bock drauf haben, noch ein kleines Solo, was nie geplant war, wo wir aber jetzt, wo wir den Mix von Kai haben, denken, Mensch, da könnte noch ein Solo hin. Und dann gibt es den Not Dead Yet, da muss tatsächlich wirklich unbedingt und der steht und jetzt an. Solo hin. Der ist überhaupt, ach, der kommt jetzt? Ja, der kommt jetzt. Ja, Not toll. Dead Yet. Der langsamste Song. Oh, ich wollte erst weiß mal ja nicht, was du gedacht hast. Hier, Leute, wenn ihr das im Hintergrund gesehen habt, das ist ein Keulen-Hannes. Hier ist die Metal-Gruft. Guten Tag, Gruftis. Unsere Fotogruft-Assel. Assel Alina. Sie fotografiert Müll. Unsere Models. Wo sind sie? Ich dachte, komm, bleib im Fahrstuhl, Bruder. So, unsere Shooting Stars. So würde das dann aussehen. Und du musst dich so genau, dass du deinen Arsch eher nach da hast. Ach so. Bleibt mal so stehen. Ist doch schon fertig, können wir doch nehmen. Also, muss die tun? Muss die weg? Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Editiert. Oh, könnt ihr die Geschichte mit dem Devil Reveals Again nicht mal erzählen? Wir haben auf jeden Fall am 1. April 2011 ist es gewesen, den Devil Reveals Again veröffentlicht. Nicht. Weil wir das auf der Webseite als April-Scherz angegeben haben. Mit die meisten haben es geschnallt, also es hat jeder geschnallt. Naja, das waren die geschnallt. Arbeitstitel von den neuen Songs. Ein Song namens Kotflügel. Das wir haben ein Bitchy. Mosh Potato? War das New Shadow? Ne, das war noch Zelt jetzt. Thrash Schnauze aka Krumpel. Krumpsel. Oh geil. Was? Wie heißt Thrash, das? Thrash in Klammern Schnauze Thrash aka Schnauze. Krumpsel. Alter Schwede. Und dem. Das ist. Alter Schwede ist General Routine. Ach, dem Schwede, richtig. Garstig. Hieß Tiroler Eichelfohn, hieß zwischendurch auch mal Garstig. Tiroler Eichelfohn, was glaube ich Teile von Dogbite waren. Was war denn Mintberry Crunch? Scheiße, Verlach war es. Der hat dann nachträglich gefragt, hier, Leute, wollt ihr nicht mal langsam mal Info rüberwachsen lassen? Ich hab das Ding doch schon längst released. Jetzt können wir sagen, ein Scherz. Na, an der Stelle lustig zusammenschneiden. Die Gitarre ist nämlich krank. Hier, da. Aber es ist nur ein krippaler Effekt. And I'm bored.